Willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video schauen wir uns mal den Edge-Browser an. Ich weiß, viele von euch benutzen den nicht. Ich persönlich benutze den aber schon eine ganze Weile, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, und ich bin ganz zufrieden damit. Ich möchte euch heute mal ein paar coole Tools zeigen, die ich persönlich bisher noch gar nicht kannte. Die habe ich jetzt erst rausgefunden, aber die werden euch auch gefallen. Schaut es euch einfach mal an und schreibt eure Meinung dann unten in die Kommentare. Zuerst einmal, wie öffnen wir den Edge-Browser? Das sollte ja bei jedem vorinstalliert sein. Wir gehen hier unten mal in die Leiste rein, geben hier Edge ein. Gibt es nur ein Ergebnis und da drücken wir einfach mal Enter und schon sind wir hier im Edge-Browser. Wie ein Browser an sich funktioniert, ist klar. Ich möchte euch aber mal Tools zeigen, die wirklich cool sind. Denn wir können zum Beispiel Webseiten hier unten an unsere Taskleiste anheften. Und dann können wir dann mit einem Klick diese Website öffnen. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Wikipedia. Ja, gehen wir hier mal auf Wikipedia. Gehen auf diese Seite und die möchten wir jetzt eben anpinnen. Wie tun wir das? Dann gehen wir hier oben rechts auf die drei Punkte. Weitere Tools und an Taskleiste anheften. Jetzt seht ihr schon, hier unten erscheint jetzt so ein Icon und da ist eben Wikipedia geöffnet. Das Coole ist, wenn wir mehrere Tabs geöffnet haben von Wikipedia, dann wird uns das auch angezeigt. Bedeutet, wenn ich jetzt hier mal einen neuen Tab öffne mit einem zufälligen Artikel, dann kann ich hier unten nochmal drauf gehen und wir sehen jetzt hier zwei Tabs. Und das funktioniert auch, wenn ihr mehrere Browser offen habt. Also das heißt, selbst wenn das jetzt hier ein eigenes Fenster ist und ich dann hier unten drauf gehe, wird das trotzdem angezeigt. Und das ist eine wirklich coole Sache, denn da könnt ihr eben ganz schnell zu euren meistgenutzten Webseiten navigieren. Funktioniert mit YouTube, Google, also eigentlich mit jeder Website, die ihr da unten so anpinnen möchtet. Möchtet ihr die Seite wieder abpinnen, dann einfach den Rechtsklick drauf und Taskleiste lösen und dann ist sie wieder weg. Ja, ist relativ intuitive Bedienung, ist aber ein ziemlich cooles Feature und da muss man sich jetzt nicht irgendwelche anderen Programme installieren, denn damit funktioniert es perfekt. Eine weitere Neuerung, die ich persönlich noch nicht kannte, das ist die Webauswahl. Ihr seht schon im Hintergrund, Periodensystem der Elemente. Ich möchte euch jetzt hier nicht mit Chemie knechten, aber ich möchte mal was Cooles zeigen. Und zwar, das Periodensystem der Elemente besteht hier aus vielen einzelnen Elementen. Wenn ich jetzt möchte, dass ich genau diese einzelnen Elemente ohne Bild in ein Word-Format sozusagen bekommen möchte, dann ging das früher nicht. Ich hätte es jetzt nachbilden müssen. Jetzt aber funktioniert das Ganze nämlich mit der Webauswahl. Ihr geht mit Rechtsklick auf die Seite, dann gibt es hier Webauswahl. Und Webauswahl könnt ihr auch mit Steuerung Großschreibtaste und X, also Umschalttaste und X, einfach so aktivieren. Ja, oder eben mit dem Kontextmenü. Da drückt ihr mal drauf und da könnt ihr jetzt eben auswählen, was ihr eben kopieren wollten. Da wähle ich jetzt hier mal das Periodensystem. So, lass dann los, drücke auf Kopieren und jetzt gehe ich mal in Word rein. Ja, in Word gehe ich rein, leeres Dokument und drücke jetzt einfach nur Steuerung V für Einfügen. Und jetzt seht ihr schon, ich habe das Periodensystem der Elemente hier drin. Sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, ja, das mag sein. Wir können jetzt hier unter Layout noch einmal die Ausrichtung ändern, zack, und schon sieht das Periodensystem der Elemente so aus, wie es bei Wikipedia war und eben auch in einer Tabellenform. Das heißt, wenn ich mal hier die Steuerzeichen anmache, seht ihr, dass es sich hier um eine Tabelle handelt. Ja, das ist eine Tabelle. Und da könnte ich jetzt eben mal sagen, damit das mir dann auch wirklich glaubt, ich mache hier mal die Rahmen an. Ja, alle Rahmen an. Ja, und jetzt seht ihr auch, dass es sich wirklich um eine Tabelle in Word handelt. Ja, die Verlinkungen, die hat es hier tatsächlich auch mitgenommen. Ja, ich könnte jetzt hier Steuerung drücken, hier drauf gehen. Na, dann würde sich eben die Website von Cobalt öffnen. Und das ist ein richtig, richtig cooles Feature, muss ich sagen. Da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich es gefunden habe oder bin glücklich, dass ich es gefunden habe. Denn das werde ich auf jeden Fall gebrauchen. Das ist ein echt tolles Tool. Ein weiteres tolles Feature ist der Mathelöser. Ihr seht schon im Hintergrund eine Matheaufgabe, aber ihr braucht gar nicht erschrecken. Wir müssen die jetzt nicht mehr von Hand lösen. Ja, wir haben jetzt hier eine klassische quadratische Gleichung. Die möchten wir jetzt nach x auflösen, aber wollen wir natürlich nicht mehr händisch machen, muss man heutzutage auch nicht mehr. Dafür gibt es eben zum Beispiel hier den Mathelöser. Wie rufen wir den auf? Wir gehen hier auf die drei Punkte, weitere Tools, Mathelöser. Drücken einmal drauf, haben dann wieder eine Art Webauswahl und können jetzt hier unsere Gleichung auswählen. Ja? Loslassen, lösen drücken und jetzt einfach kurz warten. Ja? Dann wird es hier reingeladen und auch automatisch ausgerechnet. Jetzt sehen wir hier, wenn das Ganze nach x aufgelöst wird, dass dann eine konjugiert-komplexe Lösung rauskommt. Und wir hätten jetzt die Nullstellen sozusagen berechnet. Hier unten sehen wir dann auch noch eine Grafik, wie das Ganze aussieht. Ist eine wirklich coole Sache, denn so kann man eben, wenn man mal in einem Artikel oder in einem Buch zum Beispiel, wenn man hier die PDF öffnet und man weiß nicht so richtig, ob man damit was anfangen kann, kann man sich das einfach so in diesen Rechner laden und dann sich mal anschauen, was da rauskommt. Ist wirklich toll, denn gerade wenn man das mit Wolfram Alpha vergleicht, ist das hier ein Tool, was kostenlos ist, was nicht alle Features hat, logisch,
aber es kann schon auch viele Schritte eben auch mit anzeigen. Zum Beispiel kann ich hier eben Schritte zum Fertigstellen anzeigen, Lösungsschritte anzeigen, dann werden mir hier die Lösungsschritte angezeigt. Und das muss ich sagen, ist doch schon echt eine coole Sache. Da muss ich sagen, da hat sich Microsoft mit dem Browser wirklich viel Mühe gegeben. Eine weitere tolle Sache ist, es gibt jetzt eine Art Leiste, die aus eurem Edge-Browser besteht. Möchte ich euch einfach mal zeigen, damit ihr euch darunter was vorstellen könnt. Ihr geht hier auf weitere Tools, Edge-Leiste starten, draufdrücken. Und da finden wir jetzt eben eine Leiste, die unabhängig geöffnet ist von eurem Browser. Das heißt, ich kann die jetzt zumachen und die Leiste bleibt trotzdem geöffnet. Ist jetzt ein bisschen groß, könnt ihr hier unten mit dem Symbol einklappen. Na, dann wäre die Leiste jetzt ein bisschen kleiner. Und ihr könnt hier auch, wenn ihr zum Beispiel auf Bing drückt, dann könnt ihr eben auch hier jetzt mal eine schnelle Suche machen. Dann könnt ihr jetzt eben irgendwas eingeben und könnt da eben was suchen. Ihr könnt aber auch eigene Webseiten hinzufügen, indem ihr auf dieses Plus drückt, URL eingeben, Name eingeben, hinzufügen drücken und dann habt ihr hier zum Beispiel Google. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Google öffnen, gehe auf Zustimmen und könnt jetzt hier eben mal schnell nach irgendwas googeln, zum Beispiel eben nach Test. So. Und dann könnte ich jetzt eben hier schnell irgendwas andrücken und dann würde sich was öffnen. Wenn ich das Ganze jetzt im Großformat anzeigen lassen möchte, dann kann ich hier unten auf dieses Symbol drücken und dann würde sich eben mein Microsoft Edge Browser starten und dann wird die Website eben geöffnet. Die Leiste bleibt dabei offen. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil da bei mir immer die Desktops wechselt und dann meine Facecam ausgeht, aber vertraut mir, das Ganze funktioniert. Ihr könnt diese Leiste auch hier unten abpinnen, ja, da könnt ihr die hier so ein bisschen hin und her manövrieren, wie ihr das wollt und könnt sie auch hier wieder anpinnen. Ihr könnt dann hier unten auch auf Minimieren drücken, da habt ihr nur so eine Blase, die ihr hier irgendwo hinsetzen könnt, ja, auch hier unten könnt ihr es auch lassen und da, wenn ihr dann wieder drauf drückt, dann würde sich die Leiste auch öffnen. Ist eine coole Sache, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das manche brauchen werden. Wenn ihr das Ganze wieder schließen wollt, einfach hier unten drücken und dann ist es jetzt weg. Ihr seht schon, vielleicht anhand meines Schnittmusters, mit zwei Desktops funktioniert das nicht so richtig, aber ich nehme mal an, die meisten von euch werden nicht zwei Desktops benutzen. Ja, also damit meine ich diese zwei Desktops hier. Das werden die meisten wahrscheinlich nicht benutzen, da habe ich zumindest gerade damit Probleme. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ein Feature gibt es noch und da war ich erstaunt, dass es sowas überhaupt gibt. Wir öffnen mal den Edge Browser, machen hier mal mehrere Tabs auf, zum Beispiel eben YouTube. Denn es gibt nämlich einen Microsoft Edge Task Manager. Der zeigt eben jetzt hier uns Tabs an, die wir offen haben. Und da können wir eben die auch schließen bzw. auch Unterprozesse sehen. Den öffnen wir, dann gehen wir auf weitere Tools gehen. Dann gehen wir hier wieder nach unten und dann Browser Task Manager. Und dann sehen wir eben alle Tabs, die wir geöffnet haben, auch auf meinem anderen Desktop jetzt. Und können hier genau sehen, wie viel Speicher die fressen, wie viel CPU-Last die benutzen, was die im Netzwerk machen und welche Prozessor die haben. Und dann sehen wir jetzt eben, was ich hier aufhabe und das ist schon echt cool, weil wenn man sich hier allein mal eBay anschaut, was da alles am Laufen ist, ja, oder hier bei PayPal, da muss man schon echt sagen, hat man vorher nicht gewusst. Ich könnte das jetzt hier auswählen, kann auf Prozess beenden drücken und dann würde es eben geschlossen werden. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel, das haben wir gerade mal auf, YouTube von Wikipedia, drücke ich jetzt mal an, Prozess beenden und zack, ist es weg. Na, kommt jetzt eine Meldung, es gab ein Problem, naja, wir haben es ja auch geschlossen. Na, hier kommt dann ein Fehlercode. Result Code Killed, weil wir es eben mit dem Browser Task Manager geschlossen haben. Hier unten sehen wir dann noch, welche Erweiterungen aktiv sind und auch wie viel RAM die fressen. Das ist schon echt eine coole Sache, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Werde ich aber in Zukunft mit Sicherheit auch mal gebrauchen können. Gerade um hier solche Subtabs zu sehen, wie sowas hier, ist das schon eine ganz coole Sache. Ja, das soll schon mit dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.